Und heute sind wir in Gerdas kleine Delfine. Genau. Und das ist der Chef. Hi. Hi. Ja, servus. Und wo ist die Gerda? Die Gerda ist irgendwo im Haus unterwegs. Ach, und wie heißt du nochmal? Ich bin die Jutta. Oder jetzt der Jürgen natürlich. Die Jutta! Die sieht ja ganz anders aus in Wirklichkeit. Die habe ich auch schon anders gesehen, ne? Ja, das ist der Job. Ja, und der Jürgen, ja? Der hat bestimmt einen ganz tollen Schminktipp, finde ich. Schminktipp? Tit, genau, Tit, finde ich. Ja. Du Jürgen, jetzt habe ich da eine Frage. Wann stillt ihr denn eigentlich wieder? Das ist eine schöne Frage. Wir wären auch ganz glücklich, wenn wir das schon wüssten. Aber wir haben leider noch überhaupt keine Perspektive. Es geht eigentlich erst wieder, wenn die Abstandsregelung weg ist. Abstandsregelung? Wieso? Du hast doch 70 Plätze. Genau, 70 Plätze, da können wir doch einfach spielen, oder? 70 Plätze und dann gehen wir jetzt mit dem Zollstock durch und dann bleibt Platz für 14 Leute. 14 Leute? Das zieht sich doch gar nicht aufzumachen, oder? Richtig. Oh, du, und Jürgen, der Täter? Ja, ja, der hat sich auch schon mal erkundigt wegen Soforthilfen. Genau, wir auch? Ja, aber die Soforthilfen, die sind ja eigentlich gedacht als, ja, als spontane Hilfe für einen Liquidationsengpass. Ja, im Endeffekt wird es einem doch aufgerechnet und uns geht es ja eigentlich soweit gut. Das heißt, wir arbeiten ja nicht jeden Monat von 0 auf 0 und insofern steht uns da auch gar kein Geld zu. Du hast auch nichts gekriegt. Nee, ich habe auch nichts gekriegt. Man hat ja noch zu viel Liquidität, hat man festgestellt. Genau. Genau. Und Jürgen? Ja? Ja. Du, ist das eigentlich allgemein für die Künstler? Also ich finde das nicht gut, denn die meisten haben gar nichts bekommen von der Soforthilfe, die sie nötigt haben, gell? Es war auch schwierig. Ich habe mich immer versucht beizulesen. Und man muss ja als Künstler auch irgendeiner Künstlerorganisation angehören oder irgendeinem Verein angehören, dass man überhaupt Anspruch auf diese Hilfe hat. Also das heißt, irgendein selbstständiger Künstler, der ja, solo gearbeitet hat und nirgends organisiert ist in irgendeinem Künstlerverband, dem hätte sowieso nichts zugestanden. Aber was ich ganz komisch finde... Was denn? Also wenn man sich die Bilder so anguckt... Im Fernsehen? Genau, im Fernsehen zum Beispiel... Da ist ja überall Menschen dicht an dicht. Genau. Und ja, auch die Reisebeschränkungen werden ja auch schon aufgehoben. Genau. Aber das ist doch schlecht für uns, oder? Und unfair. Ja, es ist für die Veranstaltungen ist es blöd, weil es ist auch keine Logik dahinter. Ja, in Biergärten dürfen hunderte von Leuten sitzen, wenn da nur einer steht und macht Musik zum Beispiel. Und dann wäre es eine Veranstaltung, ist es schon wieder verboten, ja. Obwohl der den Leuten auch nicht nahe kommt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen. Was denn? Also wir Künstler im Allgemeinen. Kulturschaffende auch. Ja, alle Kulturschaffende. Und von der Technik. Ja, die Technik machen auch. Also alle, die dazugehören. Ja. Also wir fühlen uns schon ein bisschen von der Politik verlassen, oder? Stimmt das? Jein. Ich meine, es gibt natürlich, ja, wie soll man sagen, es gibt zwei Denkweisen. Einmal natürlich, die Künstler sind halt die jetzt ganz hinten dran stehen. Aber wir Künstler leben ja auch davon, dass Leute dicht vor uns sitzen und uns zuschauen, uns zuhören und ja, das genießen, was wir präsentieren. Aber die sitzen halt dicht im Publikum. Also, und das ist das Problem momentan. Also was Jürgen? Was willst du denn Jürgen so sagen? Sie nicht! Ja? Der die allergrößte Hilfe, ja, wenn ihr morgen schon auftreten dürften. Ja, das wäre für mich auch das Allerschönste. Genau. Weißt du was, Jürgen? Und ja, jetzt gehen wir gemeinsam in die Garderobe. Okay. Ja, und dann zeigst du mir, wie ich mich noch toller schminken kann. Du bist doch von Natur aus schön. Oh, wenn wir dich so sehr schminken und dann siehst du vielleicht aus wie ich abends und das willst du doch gar nicht. Hast du gehört, Peter? So gehen Komplimente. So gehen Komplimente. Ja. Und wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt, ja? Okay. Und freuen uns natürlich auf den nächsten Talk mit Erna Wills Wissen. Und dir, lieber Jürgen, Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Ciao.